Hallo liebe Leute, hier ist wieder euer Dr. Wachsmann mit dem Lean Orthodontics Podcast, dem Kieferorthopädie Podcast Nummer 1. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Und heute möchte ich einmal über das Thema Online-Learning, Online-Kurse sprechen. Sie sind in aller Munde, überall gibt es Webinare und wer geht da eigentlich hin, wer guckt sich das an und warum und wie ist das so? Und davon sprechen wir gleich und da gibt es etwas mehr dazu. Also, bleibt dran. You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman is a speaker, Amazon bestseller author, and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Online-Kurse sind ja im Moment in aller Munde und seit Corona angefangen hat, ist jetzt fast 12 Monate oder so, vielleicht sogar etwas mehr als 12 Monate mittlerweile, dass es so wirklich auch bemerkbare Folgen hat, war sofort das Thema Online-Kurse und Webinare und Zoom-Meetings und so weiter. Alles diese Dinge haben sich jetzt immer mehr in den Alltag integriert und auch etabliert. Und so habe ich auch eine ganze Menge Online-Kurse gemacht, mir das alles mal genauer angeschaut, teilgenommen, ob es jetzt Facebook-Livestreams gewesen sind, YouTube-Livestreams oder aber auch klassische Webinare oder so. Das ist ja ein Riesenangebot, was es dort so gibt. Und was mich am meisten erstaunt hat, war, dass im Prinzip keine neuen pädagogischen Konzepte irgendwo umgesetzt worden sind. Die meisten Webinare, die ich gesehen habe, waren klassische PowerPoint-Schlachten, wo einfach der Screen geteilt wird, PowerPoint vorgelesen wird von einem, der hinten rechts oben irgendwo in der Ecke des Bildes so zurückgelehnt sitzt, dass man so richtig schön in die Nase hineinschauen kann. Halb gähnend in schläfrigster Sprachgeschwindigkeit. Das ist ja für mich sowieso immer tödlich. Ne? Ich höre ja auch meine Podcasts immer alle auf zweifacher Geschwindigkeit und so. Aber gut, das bin jetzt ich. Weiß nicht, wie das bei dir ist. Jedenfalls sind das so unheimlich langweilige Vorstellungen zum Teil, wo ich mich wundere, dass die dann tatsächlich auch Views bekommen. Klar, der Content, der Inhalt, wenn der gut ist, dann verzeiht er so eine ganze Menge auch. Aber ich wundere mich, warum sich da nicht mehr Mühe gegeben wird an vielen Stellen. Das soll jetzt nicht einfach nur eine breite Kritik sein oder so, sondern es ist einfach, als ich mich das erste Mal mit Online-Kursen auseinandergesetzt habe, da war für mich im Prinzip klar, bevor ich mich irgendwo, damals waren die teilweise noch 3 oder 4 Stunden lang oder vielleicht sogar einen ganzen Tag, bevor ich mich da so lange irgendwo vor den Bildschirm setze, da muss für mich klar sein, da muss irgendwo auch eine gewisse Unterhaltung geboten werden, es muss Interaktivität da sein. Denn am Ende des Tages konkurrieren wir dann mit wirklich professionellen YouTube-Videos oder mit Netflix oder Amazon Prime oder was auch immer, dass man sich dann wirklich vor ein TV-Gerät oder vor einen Laptop setzt und sich das dann anschaut. Und das war für mich immer der Gedanke, da muss also so ein bisschen mehr sein, als das üblicherweise dann auch der Fall ist. Ja, so habe ich mir auch lange Gedanken gemacht, weil mir hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich mich dann tatsächlich auch in das Online-Kurs-Business sozusagen getraut und gestürzt habe, weil ich von vornherein halt für mich gesagt habe, nee, wenn einfach nur PowerPoint, das geht eigentlich nicht. Da habe ich auch meine ersten Kurse gemacht, auch schon vor Jahren Online-Kurse angeboten, wo man dann auch schnell relativ viele Zuschauer dann natürlich auch irgendwo bekommen kann. Aber so richtig zufrieden hat mich das dann auch irgendwo nicht gemacht. Auch das Feedback ist dann nicht wirklich berühmt. Also es ist ganz interessant, sich sowas mal anzuschauen, aber wenn man da nicht vorspulen kann, sondern das ist dann wirklich live und man sitzt dabei und es geht irgendwie nicht so richtig voran und was auf den Slides steht, kann man ja auch selbst lesen, da braucht man keinen, der das dann vorliest und da sind wenig Bilder dabei oder so, diese klassischen PowerPoint-Sünden, die es ja sowieso immer gibt, viel zu viel Text auf einem Slide, keine Bilder, das ist natürlich dann irgendwo schade. Und das ist natürlich auch etwas, was ich dann vielleicht empfehlen möchte, wer Webinare gibt oder wer solche Kurse gibt, sollte durchaus drüber nachdenken, was ist denn so der Content, den wir uns normalerweise anschauen. Eigentlich ist er sehr kurz. Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist gering. Wir sind sehr bildlastig mittlerweile und brauchen große Überschriften, müssen schnell überspringen können, was in Texten drinsteht, so wie es halt bei Social Media auch ist. Wenn wir auf Instagram oder auf Facebook gucken oder so, das muss schon irgendwo die Aufmerksamkeit dann auch auf sich ziehen, damit wir dann auch hängen bleiben und nicht einfach nur durchscrollen.
wollen. Und so ist es natürlich auch, wenn man sich solche Videos anschaut oder Webinare oder Live-Webinare. Da muss irgendwas sein, was einen dann auch irgendwo hält. Und zwar nicht nur der Preis, den man vielleicht gezahlt hat dafür, dass man denkt, boah, jetzt muss ich das aber zu Ende durchhalten, weil ich habe ja schließlich auch was dafür bezahlt und so weiter. Das ist sicherlich als Motivation nicht alleine ausschlaggebend, sondern es sollte natürlich Wert vermittelt werden, das ist ganz klar. Inhalte müssen irgendwo auch vernünftig aufbereitet sein. Es soll etwas sein, dass man was lernt, dass man ein Aha-Erlebnis hat, dass man wirklich auch was mitnimmt. Aber vor allem muss auch so ein bisschen Unterhaltung auch irgendwo dabei sein. Man muss sich abgeholt fühlen. Man muss vielleicht auch individuell angesprochen werden. Und das ist etwas, was ich durchaus empfehlen kann. Und ich habe jetzt tatsächlich schon vor kurzem meine ersten 8 Stunden Online-Seminare live gehalten, wo ich auch gedacht hatte, ob das wohl gut geht, ob das eine gute Idee ist. 8 Stunden ist ja nun echt brutal. Aber mit dem Konzept, was sich dort durchgesetzt hat, vom Aufbau her und der Struktur, habe ich wirklich durchweg sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen, was mich auch sehr gefreut hat. Das heißt, es scheint doch irgendwie zu gehen, wenn man so bestimmte Grundelemente einfach dann auch umsetzt, die man aus den Live- und den Präsenzkursen dann letztendlich es auch bekommt oder die man von dort kennt und gewohnt ist. Und wenn man das ganz ähnlich umsetzt, gibt es dann doch schon eine ganze Menge Möglichkeiten. Auch Kamerawechsel, Schnitte und so weiter kann man mittlerweile tatsächlich wirklich auch gut umsetzen, selbst in einem Live-Seminar oder Live-Webinar. Und ja, vielleicht ist das ja was, wo du dann auch Lust hast, vielleicht deine Patienten auch zu informieren, denn das ist auch so ein Punkt, es muss gar nicht immer die Online-Sprechstunde sein, die ist sowieso ein bisschen kritisch zu sehen. Viele machen das so leichtfertig, auch mit Dental Monitoring und so weiter, aber es sind so ganz viele Dinge, die noch ungeklärt sind. Wie ist das überhaupt mit der Präsenzpflicht in der Praxis, wenn dann Online-Termine durchgeführt werden, denn die könnte ich ja auch von den Cayman Islands irgendwo auch machen, von irgendeiner Insel oder sonst irgendwo, und wie ist das dann überhaupt, wenn ich vielleicht gar nicht in der Praxis bin und trotzdem meine Patienten mir genau anschaue. Das sind alles so Dinge, wo sich viele gar nicht so Gedanken drüber machen. Aber in der Patientenerziehung, in der Information, früher gab es dann dafür so Stammtische oder es wurde eingeladen zu extra Vorträgen. Gerade in der Implantologie ist das so ein Thema, dass man da wie so eine Kaffeefahrt oder sowas macht für Implantate, sofort Implantate jetzt direkt einsetzen. Und kieferorthopädische Patienten sind natürlich auch interessiert daran, ihre Meinung irgendwo zu bilden und Informationen zu bekommen und vielleicht auch so schon mal einen Behandler, eine Behandlerin kennenzulernen. Und dafür eignet sich sowas natürlich ganz gut, wenn man nett aufbereitetes Webinar dann entsprechend anbietet und dann dort auch einfach mal die Patienten informiert. Ja, das sind also wäre ein Tipp einfach mal, wie du das umsetzen kannst, wie du auch ein bisschen Reichweite gewinnen kannst für deine Praxis auch, denn das ist ja heute auch immer wieder ein Thema, was man ganz schön machen kann. Etliche Praxen machen das ja auch schon, aber Online-Kurse, das Hauptangebot ist natürlich immer noch wieder für Kolleginnen und für Kollegen. Und da möchte ich jetzt abschließend auch nochmal auf einen Kurs von mir hinweisen. Das sind die sogenannten Lunchtime-Lectures. Das ist etwas, das kenne ich noch aus meinem Studium, als ich in London war. Da gab es immer einmal in der Woche Lunchtime-Lectures, wo man dann wirklich Frage und Antworten bekommen hat oder Fragen stellen könnte und jede Menge Antworten bekommen hat, immer wieder von wechselnden Professoren. Das fand ich eigentlich wirklich immer ganz cool. Und so habe ich das auch angeboten. 45 Minuten alle 14 Tage montags kannst du dir das anhören, kannst du mit dabei sein, live mit diskutieren, mitsprechen. Also nicht nur einfach anhören, sondern mit mir und der Gruppe, die da sind. Wir sind teilweise über 30 Leute, die da teilnehmen. Also wenn du Lust hast, guck es dir einfach mal an, informier dich auf meiner Website www.leanorthodontics.com oder du kannst auch direkt deinen Platz sichern unter academy.leanorthodontics.com. Das ist sicherlich auch eine gute Möglichkeit, wenn du einfach mal Kieferorthopädie vertiefen willst, das ganz entspannt, nebenbei was essen, was trinken, ein bisschen diskutieren, mit netten Kolleginnen und Kollegen unterhalten und dabei auch noch Wissen mitnehmen. Also kann ich dir empfehlen, sei einfach dabei, macht auf jeden Fall Spaß. Also, das war's für heute wieder von meinem Lean Orthodontics Podcast. Ich freue mich auf dich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Schalt einfach wieder ein. Sag's allen weiter. Ich habe jetzt letztens einen Podcast gehört, fand ich auch ganz gut. Sag's mindestens 3 Leuten weiter, damit die dann auch daran teilnehmen können. Heute mal keine Business Insider Tipps oder irgendwie so, sondern ein bisschen was zum Thema Online-Kurse. Also academy.leanorthodontics.com und du bist dabei bei den Lunchtime Lectures. Ich freue mich, dich dort zu sehen. Bis dann, mach's gut, dein Dr. Martin Baxmann. Ciao.
listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Lean Orthodontics has made many people successful, and if you apply it consistently, it will help you too. We hope you've gotten some useful and practical information from this podcast. Make sure to like, rate, and review, and tell a friend or two. In the meantime, you can reach out on the website at www.leanorthodontics.com. We'll see you next time on Dr. Baxman's Lean Orthodontics.